Es wird angenommen, dass in der protoplanetaren Scheibe es Regionen gab, in denen es so heiß war, dass alles Material vollständig verdampft war. Das war wahrscheinlich der Fall noch bevor CRIs entstanden sind, bevor Chondren entstanden sind, also wirklich ganz am Anfang von unserem Sonnensystem. Vielleicht war es auch eine größere Region, ganz klar ist das nicht. Wenn dann so ein Gas anfängt abzukühlen, fangen die Minerale an, aus diesem Gas auszukondensieren. Und die Reihenfolge dieser Kondensation richtet sich natürlich sehr stark an der 50% Kondensationstemperatur der Elemente. Und in dem Diagramm hier ist einmal dargestellt, welche Minerale nacheinander kondensieren. Außerdem sind die Mineralformeln dazu geschrieben, aus denen man sehr gut erkennen kann, wie die Mineralkondensationsreihenfolge von der 50% Kondensationstemperatur der Elemente abhängt. Also auf der Y-Achse ist hier die Temperatur dargestellt. Auf der anderen Y-Achsenseite praktisch ist außerdem noch aufgelistet, welche Komponenten oder in welchen Komponenten die verschiedenen Minerale gefunden werden, welche Komponenten diese Minerale also bilden. Ganz zu Beginn dieser Reihenfolge kondensieren zunächst mal refraktäre Elemente, das ist Calcium, Aluminium und so weiter. Entsprechend finden wir dann sowas wie Korund, Al2O3 ist das, dann gibt es sowas wie Hibonit, das ist ein Calcium-Aluminium-Oxid, auch Spinel, Perovskit, es gibt noch weitere, Grossit und so weiter. Also alles Calcium-Aluminium-reiche Oxide. Calcium-Aluminium-reiche Oxide. Was man hier auch sieht, was man sich ruhig auch mal ein bisschen vergegenwärtigen sollte, ist, dass bei hohen Temperaturen kondensieren nicht notwendigerweise und immer heißt, dass dort nur refraktäre Elemente kondensieren. Denn beispielsweise bei den Oxiden kondensiert auch Sauerstoff, was ein hochvolatiles Element ist. Aber weil es sich eben mit den refraktären Elementen verbindet, ist es auch in Hochtemperaturkondensaten mit drin. Also volatile Elemente können unter Umständen auch in Hochtemperaturphasen mit enthalten sein. Ein anderes Beispiel wäre Mangan in Olivin oder so. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten, es ist nicht nur die Kondensationstemperatur, sondern es ist auch einfach, in welchem Mineral ein Element stabil ist. All diese calcium-aluminiumreichen Oxide, zum Teil auch Silikate, hier im Fall von Mehlit, bilden dann die CRIs und die AOAs. Das sind all die refraktären Elemente hier, zwischen so etwas wie 1700 und vielleicht 1400 Kelvin. Anschließend fangen dann die Hauptelemente und Hauptminerale an zu kondensieren, also Magnesium, Silizium, Eisen, das sind die Hauptelemente. Entsprechend haben wir hier dann Forsterit mit viel Magnesium, aber auch Silizium, Enstatit mit viel Magnesium und Silizium, Si2O6 muss es natürlich heißen, hier das Metall und dann fängt auch schon Anortit, das ist ein kalziumhaltiger Feldspat, fängt auch hier schon an mit zu kondensieren. Und all diese Minerale finden wir dann in Chondren und in der Matrix. Und das sind alles die Hauptelemente, die gehen vielleicht bis 1230 Kelvin. Anschließend kommen die volatilen Elemente. Und auch hier kann man sehen, gibt es immer noch Olivin, bloß ist die jetzt eben eisenreicher. Weil Eisen bei etwas geringeren Temperaturen kondensiert. Man kennt es ja aus einer Schmelzzigarre, Forsterit, Feierlit, Forsterit bei so etwas wie 1800 Grad, Feierlit dann vielleicht bei 1200 Grad irgendwas. Entsprechend auch der Pyroxen mit weiter Eisen drin. Hier dann der Plagioklas, wo das Natrium drin ist, das auch ein volatiles Element ist. Und Schwefel, auch mit einem volatilen Element, kommt später. Das Ganze geht dann so bis vielleicht 46 Grad. Darunter kommen dann Minerale, die jetzt nicht nur vielleicht durch Kondensation entstanden sind, darum geht es ja bei dem Ganzen hier, sondern die auch durch Alteration auf dem Mutterkörper entstanden sein können, sehr häufig. Das sind hochvolatile Elemente, aber auch oftmals eben wasserhaltige Elemente. Also da ist meistens dann OH, H2O, irgendwas in der Form dabei. Dazu gehören dann Sulfate, Phyllosilikate, Magnetit, Carbonate. Wie gesagt, das sind aber auch alles Minerale, die eben gerne durch Alterationen auf dem Mutterkörper entstehen. Also nicht, wenn man die jetzt findet in den Meteoriten, hingehen und sagen, okay, das sind alles
Kondensate bei geringen Temperaturen, das sind sehr häufig dann einfach Alterationsprodukte. Das ist jedenfalls die Kondensationsreihenfolge der Minerale mit einer direkten Verbindung, die man hier erkennen kann zur 50% Kondensationstemperatur der Elemente. Und die hauptsächlichen Minerale hier sind hier nur gelistet, sind die, die man in ungefähr sich vielleicht merken sollte.